Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom FIFA 15 Karrieremodus. Es geht hier Schlag auf Schlag. Zwei Tage später, nachdem wir bei Atalanta Bergamo gewonnen haben, geht es zu Hause gegen Napoli. Die haben dreimal unentschieden gespielt, nach drei Spielen. Und wir als Tabellenführer, ne, wollen natürlich weiterhin oben dran bleiben. War falsch formuliert. Also wir wollen natürlich unsere Tabellenführung verteidigen. Heute spiele ich mal mit der Reserve, weil ihr seht, ein paar Spieler aus der Juventus Standardmannschaft sind nicht ganz so gut drauf. Aber auf die können wir uns ja auch verlassen. Haben wir ja gesehen im Champions Cup gegen Saint-Étienne. Hat das auch ganz gut geklappt. Jetzt gucken wir mal, was sie in der Liga reißen gegen Napoli. Ich hatte eigentlich auch ein bisschen stärker erwartet. Also drei Unentschieden, das ist schon, ja, ungewöhnlich, sag ich mal. Also ich hätte damit gar nicht gerechnet, dass sie bislang dreimal unentschieden spielen. Aber Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. So. Aber natürlich heißt das nicht, dass sie schlecht sind. Ne? Müssen wir wirklich aufpassen. Und vielleicht, dass wir endlich mal nicht in Rückstand geraten. Wir sind ja die letzten drei Spiele, also in jedem Ligaspiel bislang, sind wir in Rückstand geraten. Aber haben dann noch den Rückstand gedreht. Aber bei Neapel bin ich mir da nicht sicher. Also wäre gut, wenn wir heute irgendwie mal in Führung gehen. So, genug gelabert. Jetzt konzentrieren wir uns hier aufs Spiel. Pasquato. Ja, ist er fast durch. Aber abseits. Schade, zu spät gespielt. Vorne also heute Morata und Giovinco in der Reservemannschaft. Was heißt Reservemannschaft? Die B-Mannschaft. Morata, klasse. In die Mitte. Romelu, nochmal in die Mitte. Giovinco, ja. Klasse, rausgespielt. Und Sebastian Giovinco. Bam, tritt die Eckfahne zum 1-0 um. Sechste Minute, schön gemacht. 1, 2, 3. Station nach dem Fehlpass. Sebastian Giovinco mit seinem ersten Tor. Und wir haben die erste Führung. Wir sind zum ersten Mal in Führung gegangen in der Saison. Mega. Ach, das fühlt sich so gut an. Ehrlich, also bekomme ich richtige Glücksgefühle und wir machen so weiter. Giovinco. Ja, setzt er unter Druck und Neapel hat Probleme. Aber warum? Die waren doch letzte Saison so stark. Wollen die plötzlich nicht mehr? Haben die Angst? Wollen sie nicht? Das weiß ich gar nicht. So, Morata, Achtung, da ist Maggio. Inla, Gargano und sie kommen wieder. Hier mit Marek Hamšík. Callejon, haben sie vorne immer noch Gonzalo Higuaín? Nein, das ist Vargas jetzt. Emanuel Vargas, der Chilene, glaube ich. Aufgepasst, Rodriguez. Der muss halt in der A- und in der B-Mannschaft spielen, weil wir haben keinen anderen Links- bzw. Rechtsverteidiger dann mehr. So, Giovinco. Karte da unten. Komm, komm, komm. Evra, lauf vor. Jawohl. Evra gegen Zuniga. Gegen 2 und gegen El Kaduri. Nächster Einwurf. Oh, so weit wollte ich eigentlich gar nicht. Giovinco hat den. Hat er nicht. Oh, aufgepasst. Aber Pirlo hier. Chuck. Norris. Oh, Evra aufgepasst. So, Morata da oben. Kein Foul. Romelu. Pasquato. Nein, da wollte ich zu Romelu durchstecken. Aber warum denn flach? Spiel doch hoch. Ich habe doch hoch gespielt. So, Gargano. Aufgepasst, unten ist Marek Hamšík. Der versucht sich da wegzuschlagen. Der ist jetzt im Abseits. Gargano. Unten ist El Kaduri. Aber Kadets hilft hinten. Was? Das ist ein Foul? Ey, du darfst dabei gar keine Zweikämpfe mehr führen. Mal ohne Witz. Ach, als ob das ein Foul war. Mein lieber Freund. So, Hamšík jetzt beim Freischuss. Wir können es ja nicht ändern. Hamšík. Ogbonna ist da. So, nix geht da. Zuniga. Und wieder Ogbonna. Schön geklärt. Und jetzt der Konter. Pasquato. Und unten ist Morata. Schön gemacht gegen Henrique. Morata. Ja, unten kommt Kadlec mit. Oh, 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 den hat er. Und einfach mal in die Mitte geflankt. Da ist Giovinco. Ja, okay, dass der da nicht rankommt, ist klar. Pirlo kommt auch nicht ran und der ist nicht im Aus, den hat er noch. Freund, gibst du uns mal den Ball, der gehört mir. Ich würde den gerne zurück haben. Oh, oben, Inla. El Kaduri, oh, Vargas, schön gespielt. Schön gespielt, oh, und dann verzieht er den. Dann verzieht El Kaduri. Warum Vargas da nicht einfach 1 gegen 1 gegen Kevin Trapp aufs Tor zugeht, das ist mir auch ein Rätsel. So. Kadlec, ja, schade. Warum denn nicht auf Evra? Warum spielen die denn immer die komplizierten Pässe? Spielt's doch einfach, Jungs. Spielt's doch einfach. So,
So, aufgepasst, da ist wieder gar kein Inla, das Maggio. Nur einer drauf. Und jetzt bitte kein Foul im Strafraum. Achtung! Bonucci klärt. Ah, Morata kommt nicht ran. Scheiße, das wäre eine gute Konterchance gewesen. So, Romelu, schön wiedergeholt. Und aus. Einwurf, erstmal jetzt bis zum Spiel ein bisschen beruhigen. Also, Neapel ist da. Wie gesagt, warum die dreimal unentschieden gespielt haben, weiß ich nicht bislang. Also, ist mir ein Rätsel. Aber okay, Konterchance. Giovinco. Flanke, hinten ist Morata, kommt da ran? Ja, schade. Kommt ihr nicht ganz aufs Tor. Und somit jetzt wieder Neapel. Also es geht munter hin und her. Jetzt, wo Neapel auch mal mitspielt. Maggio gegen Pirlo, ja. Vorsicht. Kann er durchstecken? Und Bonner ist da, ja, gut. Hat er geklärt? Achtung, jetzt müsste eigentlich Kevin Trapp rauskommen. Das geht fast noch schief. Da hätte Kevin Trapp eigentlich rauskommen können. Aber egal, konzentrieren wir uns jetzt hier auf den Eckball. Hamsik wird ihn treten, Achtung. Oh, gut getreten, Callejon, aber Trapp ist da. Trapp ist souverän da. Gut gemacht. Ah, den kriegt Morata nicht. Nein, ich dachte, den kriegt er. Ah, okay, das müssen wir halt irgendwie das nächste Mal besser lösen. Muss ich halt warten, bis die hinten alle rausgerückt sind. Schön von Pasquato. So, jetzt Morata. Giovinco. Steckt super durch. Das ist abseits. Nein, hätte ich einen Tick früher gespielt. Da zuckt er mit dem Mundwinkel, der Linienrichter. Jetzt hätte ich spielen müssen. Jetzt. Das ist zu spät. Scheiße. Da wäre Morata frei aufs Tor zugelaufen. 1 gegen 1 gegen den Torwart. So. El Kaduri. Darf er nicht einfach so frei durch. Inla. Jetzt muss mal irgendeiner drauf. Ogbonna rück raus. Müssen wir aufpassen. Hamsik. Ja, ach komm. Da ist ja echt jedes Ding ist da ein Freischuss, ey. So, jetzt müssen wir aber wirklich aufpassen. Hamsik, der kann das. Der kann das richtig gut. Oder haben sie sich was ausgedacht? Ja. Nette Taktik, ja. Da wäre der Direktschuss, glaube ich, besser gewesen. Aber gut für uns, dass wir das so schlecht ausgespielt haben. 5 Minuten gibt es Nachspielzeit noch. Obendrauf. Mal gucken, jetzt wir nochmal. Cutlets. Oh, schick Giovinco. Da bleibt mir die Stimme weg. So geil war der Pass. Giovinco. Morata in der Mitte. Kommt leider nicht ran. Und nochmal Neapel. Über Marek Hamsik. Wird ausgebremst. Ja, natürlich ist das ein Foul. Echt? Natürlich. So, Pasquato hätte ihn gehabt. Halbzeitstand 1-0. Ja, wie gesagt, wir müssen echt aufpassen, dass Neapel nicht stärker wird. Also, die spielen schon mit. Ist ja klar. Haben auch immerhin schon 2 Schüsse. Ein bisschen mehr Ballbesitz, aber das ist ja egal. Mir ist Ballbesitz echt scheißegal. Hauptsache, du gewinnst 1-0. Habt ihr ja in meiner einen FIFA 15 Ultimate Team Folge gesehen, ne? Scheiß auf den Ballbesitz. Scheiß auf die ganzen Torschüsse. Hauptsache, du hast ein Tor mehr als der Gegner geschossen. Dann hast du gewonnen. So, denn Neapel wird stärker. Wir müssen jetzt mal versuchen, irgendwie ein 2-0 hier rauszuspielen. Jetzt zum Beispiel Morata. Oh nein! Cutlets! Elfmeter! Oh, Glück, aber egal. Und rot. Rote Karte für den Torhüter. Jawoll! Zack, jetzt haben wir auch endlich mal Glück. Mariano Anduja kann schon mal früher unter die Dusche gehen. Hier, bei dem Pass. Sind sie denn voll um? Ja! Ich meine, den kannst du geben. Und räumt da noch 2 seiner Mitspieler um. Den kannst du geben. Also er grätscht raus. Ne? Natürlich will er zum Ball, aber er trifft halt mich. Und was ab Kalic schießt dann vorbei. Jetzt haben wir die große Chance. Das wäre so wichtig. Natürlich muss ein Feldspieler da raus. Koulibaly erwischt es und Raphael kommt rein. Das wäre jetzt so wichtig. Direkt nach der Halbzeit. Das 2-0. Dann hätten wir wirklich das Spiel auf unserer Seite. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall mal mehr. Das spielt uns in die Karten, auch wenn wir den jetzt nicht machen. Pirlo gegen Raphael. Souverän unter die Latte. 2-0 durch Andrea Pirlo, aka Chuck Norris. Zack. So musst du einen Elfmeter schießen. Keine Chance. So, jetzt ist hinten einer weniger. Ein Innenverteidiger. Das heißt, wir haben noch mehr Platz. Und haben dann eventuell noch mehr Chancen. Mal gucken, wie sich das Spiel hier weiterentwickelt. Vargas, Hamsik. Vargas, Achtung. El Kaduri. Oh, Hamsik, Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Jetzt spielen sie wieder Handball um den Strafraum. Gökhan Inla. Vargas, da müssen wir zuschnappen. Weiter geht's. Pirlo, da muss man auch halt einfach mal grätschen. Kostet Callejon. Gut.
So, und das ist jetzt das, was ich gemeint habe. Wir haben... Nein! Fail. Das spiele ich gleich nochmal ein in der Rückblende. So, das ist jetzt das, was ich gemeint habe. Wir haben... Nein! Fail. Schwarz-Weiß, das ist doch nicht zu glauben. Da rennen die sich gegenseitig über den Haufen, Alter. FIFA Win. FIFA Win, sind die dumm? Das ist genauso wie Ivica Olic und Anatoli Timoschuk zu ihrer Zeit beim FC Bayern. Da war auch mal ein Pokalspiel gegen Bremen, haben die sich genauso umgerannt. Das wäre eine perfekte Konterchance gewesen. Aber nein, die wollen es noch ein bisschen spannend halten, deswegen. Achtung, Callejon, war eine ganz andere Taktik. Abseits. Ja, ich wollte gerade sagen, ey, abseits von Vargas, glaube ich. So. Mal gespannt, haben die, was ist denn da los jetzt, ey? Umgestellt? Warum lässt denn Patrice... Verrat ihn nicht durch. Das ist abseits, wenn er jetzt in die Mitte spielt. Insigne, Rodriguez, müssen wir aufpassen. Der hat schon gelb und Doc Bonner ist da. Ja, also momentan ist Neapel zu 10 besser als wir mit 11. Also wir spielen das nicht gut. Muss man so offen und ehrlich sagen. Wir spielen das momentan nicht gut. Und wir dürfen uns nicht beschweren, wenn die jetzt vielleicht das 2-1 machen. Gaga, und ich will es ja nicht herbeirufen, ne? Aber... Da wäre es was passiert und wieder Kevin Trapp. Also er bekommt mehr zu tun, als mir Liebe ist, ey. Ehrlich. So, nächster Eckball wieder durch Insigne. Achtung, was macht denn der Trapp draußen? Ja, bei den Torhütern weiß ich nie bei FIFA 15, ey. Haben ja gesagt, oh, die wären besser und Scheißdreck wären die besser. So, jetzt lasst uns hinten mal wieder einen klaren Ball gewinnen. So, Ogbonna. Und hinten raus, Pasquato. Morata und da ist wieder Pasquato. Und auf geht's jetzt. Auf Giovinco, kein Abseits. Und das ist er zu lang. Wenn er nicht im Abseits ist, dann ist er zu lang. Und wenn er perfekt ist, dann ist er im Abseits. So, können wir nochmal David Alaba bringen. Ja, sonst sind alle schon ein bisschen halb am Arsch. Aber wir bringen nochmal Bendner rein hier für Morata. Ja, Pirlo ist auch schon fast am Arsch. Aber ich lasse mir nochmal irgendeinen Wechsel. Falls eine Verletzung oder so aufkommen sollte. Dann haben wir noch einen im Repertoire. Nicht? So, und wieder Ogbonna, nee. Foul. Nee, abseits. Abseits, abseits, abseits. Ogbonna, also der gefällt mir wirklich gut. Den hätten wir letzte Saison ruhig mal ein bisschen öfter spielen lassen können. Oder mal überhaupt spielen lassen können. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt gespielt hat. So, Giovinco. Klasse gemacht. Giovinco macht's alleine. Pfosten. Und kein Abseits. 3:0 durch. Wer war's denn? Na, Pasquato. Ich habe den gelupft übrigens, ne? Der wäre fast übers Tor gegangen. Weil ich mir nicht ganz sicher war. 3:0, damit ist jetzt auch der, ja, der sagt zu. Hier, zack, schön unter die Latte gelupft, ey. Christian Pasquato. Wollte da einfach mal Andrea Pirlo imitieren nach seinem Elfmeter. Der hat ja auch unter die Latte geschossen. So, und wir haben immer noch ein bisschen Zeit. Wir können das Ergebnis noch hochschrauben. Wäre gut für unser Torverhältnis. Giovinco. Romulo. Oh, schön. Von Neapel gemacht. Vorsicht. Evra, nein. Kommt da nicht hin, wurde er schön umspielt, da Insigne. Und Ogbonna klärt. Ja, geht doch mal einer hin jetzt hier, Romulo. So, Giovinco. Bendner. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Bendner, schön auf Giovinco. Und Marin. Pfosten, das gibt's doch nicht. Zweites Mal Pfosten von Giovinco. Dann jetzt 4:0 gestanden. Logischerweise, ne? Scheiße, ey. Und wieder Ogbonna. Das ist echt stark, wie viel der da gewinnt. Und wieder Giovinco. Jetzt! Ich würde ihm noch ein Tor gönnen. Komm, Marin! Ja! 4:0. Schön gespielt. Also jetzt spielen wir es auch wirklich schön, ne? Ist klar, dass die ein Mann weniger sind, dass sie auch, ja, sich hinten dann irgendwann auflösen. Das löst sich auf wie eine Kopfschmerztablette, ey. Ehrlich. Der hat erst 2 Tore? In der gesamten Saison? Ich dachte, der hat mehr. Okay. Okay. Dann können wir ja wirklich gleich nochmal wechseln. Gut, also jetzt können wir auch ein bisschen was fürs Torverhältnis tun. Das Ergebnis noch ein bisschen hochschrauben. 4:0. Natürlich weiß ich nicht, ob das Ergebnis so zustande gekommen wäre, wenn Neapel noch mit 11 Mann gespielt hätte. Achtung, Bendner. Nein, das hätte ich auch anders ausspielen können. Dann will ich es immer zu riskant spielen, irgendwie. Spielt's doch ganz einfach. Ich hätte zurückspielen können, dann hätte ich nach vorne spielen können, dann hätte es 5:0 gestanden, wahrscheinlich. So, nochmal Watzlaw. Kadlec, haben wir vorne jetzt wirklich... Ey, faul! Natürlich nicht! Aber wenn ich jetzt gleich
Grätsche oder irgendwie in Zweikampf reingehe, ist das ein Foul. Nein. So, wir wechseln jetzt nochmal. Ist zwar nicht von so großer Bedeutung, aber Pirlo, bevor der sich da noch irgendwie eine Erkältung holt oder sich eine Zerrung holt, der ist ja wichtig, den brauchen wir für die nächsten Spiele. Wenn es dann auch wieder in den Champions Cup reingeht. So, nochmal zu Niger. Das ist kein Abseits von De Guzman. Doch. Abseits von De Guzman. Vielleicht kriegen wir noch eine Chance aufs 5-0, wenn wir es jetzt schnell spielen, Evra. In der Mitte ist Giovinco. Für mich heute Spieler des Spiels. Alaba, Pasquato. David. Alaba, das ist Giovinco. Da ist Niklas Bentner. Und nochmal Giovinco. Komm! Ne. Oh. Was hat das denn? Erst an der Hand und dann mit dem Kopf geklärt, ey. Das ist Raphael. Lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. So, Bentner nochmal mit der Flanke. Da kommt Ogbonna. Schade. Hätte fast ein super Spiel von sich gekrönt. Also mit dem haben wir wirklich hinten eine Macht. Mit Ogbonna. Der strahlt eine gewisse Sicherheit aus. Das ist wirklich stark. Und auch die Leistung war stark. 4-0. Endlich mal nicht in den Rückstand geraten. Zu 0 endlich mal wieder gewonnen. Das war wichtig. Genau, aus 3 Schüssen aufs Tor macht FIFA 4 Tore. EA. Also, das kriegt auch nur EA hin, ne? Aus 3 Torschüssen 4 Tore. Oh, und dann kommt schon das Stadtderby gegen Torino. Und dann geht's wieder weiter im Champions Cup. Ey, das ist ja echt mal gut. Also, wir haben 3 Punkte Vorsprung. Gucken wir mal aufs Torverhältnis. Was hat Genua für ein Torverhältnis? Ja, plus 4. Wir haben plus 8. Das liest sich momentan echt super. Und Napoli durch die Niederlage auf Platz 17 abgerutscht. Und AC Mailand ist da auch unten am Rumstümpern. Platz 11. Gut. Sampdoria und Bologna, die noch die einzigsten Mannschaften ohne Punkte. Ansonsten haben die wenigsten schon mal ein Tor gemacht, Sampdoria. Und wir bislang mit weißer Weste. Dies wollen wir natürlich auch im Derby zeigen. Vor allem auswärts. Ne? Also im gegnerischen Stadion. Auswärts in Turin. Klar, wir sind Turin. Wir spielen auswärts in Turin. So, also, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer eine positive Bewertung da oder ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.